Blech-Daddys kennen keine Schuld. Blech-Daddys fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Pappsack. Das gibt's doch nicht. Und bin ich so besoffen? Ich fang schon an zu lallen. Ich sollte das tun. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie sieht's mit der Schrotflinte aus? Nachladen. Nee, nicht zielen, nachladen. Guter Junge. Gutes Junge. Brutsplicer sind schon hart. Warum denke ich jetzt über Brutsplicer nach? Tot. Gail? Oh, genau deswegen habe ich wohl über Brutsplicer nachgedacht. Ich hab's kommen sehen, ich hab's kommen sehen. Ich hab mir von denen... Ach, so machen die das. Das haben auch die Big Daddies in Teil 1 immer gemacht und das hat mich total genervt. Gracies Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Ja, ich werde sie nicht töten. Meine Fresse. Oh, wo bist du, Grace? Wir sterben beide heute Nacht, Monster. Ich, weil es deinesgleichen im Blut... Du hast nicht mehr genügend Tonikum-Slots. Du wirst ein Tonikum speichern oder ersetzen müssen. Eingelagert Tonika an einem Gen... Blablabla. Mache deine Forschung effizienter mit scharfer Beobachter. Eve-Link, Bohrerkraft, Schnelligkeitsschub... Nee. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Ach echt? Lamp ist enttäuscht. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als... Grace Holloway. Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir, ihr Kind, anvertraut. OMG. Ich habe alles getan. Halt die Fresse. Aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Ja? Sorry. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende.
Ich werde dich nicht töten. Das kannst du mal direkt vergessen. Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Tschüss. Dann geh doch zum Teufel. Los. Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Ja, ich will zu Eleanor. Mein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach. Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Ja. Und genau der bin ich. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen. Aber ich kann ein wenig rüsten und deine Chancen verbessern. Gut, dass ich sie nicht getötet habe. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Bis jetzt. Welche Vögelchen? Welche Vögelchen? Ist mir jetzt egal. You're going down. Und Bohrertreibstoff. Der Bohrer ist mir doch ganz nützlich jetzt. Das ist eine sehr schöne Sache mit der Kamera. Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamb ein paar Fragen stellen müssen. Siehst du, wie du guckst. Ja, komm, die Mission werde ich doch noch schaffen. Los, los, ich habe wenig Zeit, ich muss gleich weg. Ich muss gleich weg! Willst du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen, aber bei mir geht das nicht so leicht. Halt die Fresse, Lamb. Bist doch bescheuert. So, Zielaktivität. Verlasse mit dem Zug Pauper the Drop. Ja. Weiter geht's. Die Mission dürfte hier vorbei sein. So wie ich das sehe. Ziel erreicht. Bla bla bla. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.